Der Hauptvorteil der Verwendung eines elektrischen Steuerventils mit einem Step-Top-Antrieb besteht darin, dass der Step-Top die Notwendigkeit eines Luftsystems als Energiequelle für das pneumatische Steuerventil eliminiert. Ein elektrisches Stellventil mit einem Step-Top-Antrieb bietet ebenfalls eine gleichwertige oder bessere Regelleistung als ein pneumatisches Stellventil mit Stellungsregler. Dieses Video stellt gängige Luftsysteme vor und zeigt, wie elektrische Regelventile mit Step-Top-Antrieben die Regelventilindustrie revolutionieren. Fangen wir an. Pneumatische Stellventile erfordern extrem saubere Druckluft mit einem niedrigen Taupunkt. Dieses Systembeispiel zeigt ein typisches Luftsystem zur Erzeugung solcher Instrumentenluft. Schauen wir uns die beteiligten Geräte genauer an. Hier haben wir die Luftkompressoren. Diese Geräte verwenden elektrische Energie, um Druckluft mit einem Druck von etwa 1 MPa zu erzeugen. Luftkompressoren sind entweder Verdränger oder dynamische Geräte. In der Prozessindustrie können entweder eine oder beide Typen verwendet werden. Üblicherweise verbrauchen Kompressoren zwischen 200 und 300 kW Strom pro Einheit, um 30 bis 40 Kubikmeter Druckluft pro Minute zu erzeugen, wobei die Geräte je nach Größe der Anlage variieren. Der nächste Schritt ist der Nachkühler. Wenn man einen Luftkompressor verwendet, um Luft bei 20 Grad auf 1 MPa oder 10 Atmosphären zu verdichten, steigt die Temperatur theoretisch auf 293 Grad. Dies wird als adiabatische Kompression bezeichnet. Diese erhöhte Lufttemperatur wird durch Wärmeaustausch mit Kühlwasser wieder auf Raumtemperatur gebracht. Wenn die Temperatur jedoch sinkt, sammelt sich das in der komprimierten Luft enthaltene Wasser im Boden des Nachkühlers. Dieses Wasser wird dann automatisch über das Ablassventil abgelassen. Hier sehen wir den Luftauffangbehälter. Dieser Druckbehälter gleicht Druckschwankungen aus, die durch Veränderungen in der verbrauchten Luftmenge verursacht werden. Je nach Größe und Bedingungen der Anlage kann das Fassungsvermögen des Tanks von einem Kubikmeter bis zu mehreren Dutzend Kubikmetern reichen. Die in der Druckluft enthaltene Feuchtigkeit sammelt sich ebenfalls im Boden des Druckluftbehälters und wird automatisch über das Ablassventil abgeleitet. Dieses Gerät ist der Vorfilter. Das eingebaute Filterelement entfernt luftgetragene Kohlenstoffpartikel und andere Staubpartikel, die in der vom Luftkompressor gelieferten Druckluft enthalten sind. Die Druckluft gelangt dann in den Tropfenabscheider. Hier entfernt das interne Filterelement Öl- und Wassernebel. Als nächstes folgt der Trockner. Dieser dient dazu, der Druckluft noch mehr Feuchtigkeit zu entziehen und die Taupunkttemperatur der Luft auf etwa minus 40 Grad zu senken, um die Bildung von Wassertropfen auf den Stellgliedern zu verhindern. Der hier gezeigte Trockner ist ein wärmefreier Trockner, der einen Teil der trockenen Luft, die durch das Gerät geleitet wird, zur Regeneration des Trockenmittels verwendet. Das Gerät besteht aus zwei Türmen, die mit einem Trockenmittel wie Kieselgel oder aktivierter Tonerde gefüllt sind. Der aktive Turm trocknet die Luft, während das Trocknungsmittel im inaktiven Turm regeneriert wird. Das Trockenmittel muss jedoch alle paar Jahre ausgetauscht werden. Hier haben wir den Nachfilter. Dieses Gerät entfernt das Trockenmittel und andere Fremdstoffe, die aus dem Trockner kommen. In der Regel sind zwei Nachfilter parallel am Ende des Luftquellensystems installiert. Die durch diese Art von System erzeugte Instrumentenluft wird auf einen Druck von 0,5 bis 0,6 MPa verdichtet und zu pneumatischen Steuerventilen an verschiedenen Stellen in der Anlage geleitet.
Wie dieses Beispiel zeigt, können Druckluftanlagen recht groß sein und hohe Installationskosten verursachen. Für den Betrieb der Anlagen wird nicht nur eine beträchtliche Menge Strom benötigt, sondern es treten auch 5-10% der Druckluft aus, was zu Energieverlusten führt. Die Betriebsführung der Anlagen, der regelmäßige Austausch von Absorbentien und Filterelementen und anderen wartungsintensiven Arbeiten sind ebenfalls erforderlich. Der Einsatz eines elektrischen Regelventils mit Step-Top-Antrieb macht ein solches Luftsystem jedoch überflüssig. Auch komplizierte Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Die in diesem Video vorgestellten elektrischen Stellantriebe von M-System werden von einem Schrittmotor angetrieben. Die Verwendung eines Step-Top-Aktuators ermöglicht eine gleichmäßige Bewegung mit einer Auflösung weit über einen Tausendstel, ohne Überschwingen und ohne Auswirkungen der Reaktionskraft des Flüssigkeitsdrucks, was ihn ideal für den Einsatz mit einem elektrischen Regelventil macht. Elektrische Stellventile mit einem Step-Top-Antrieb bieten ebenfalls eine gleichwertige oder bessere Regelleistung als pneumatische Stellventile mit Stellungsregler. Dieser Punkt wird durch Vergleichstests in einem separaten Video Revolution der elektrischen Regelventile, Vergleich zwischen pneumatischem Regelventil und elektrischem Regelventil veranschaulicht. Lassen Sie uns diesen Vergleich zusammenfassen. In der Zentrale von M-System ist eine simulierte Anlage mit dem Namen Plantlet installiert. Diese Anlage umfasst einen Durchflussregelkreis mit einem pneumatischen Regelventil und einem elektrischen Regelventil mit einem Step-Top-Antrieb, die in Reihe an derselben Leitung installiert sind. Dies ist das pneumatische Steuerventil. Und das ist das elektrische Regelventil mit Step-Top-Stellantrieb. Dieses Flussdiagramm zeigt den Plantlet-Durchflussregelkreis. In diesem Aufbau kann entweder das pneumatische Regelventil oder das elektrische Regelventil mit einem Step-Top-Stellantrieb mit einem einzigen Schalter verwendet werden. Durch die Änderung des Sollwerts SP können wir mit diesem Regelkreis die Ergebnisse zwischen dem pneumatischen und dem elektrischen Regelventil vergleichen. Die Ergebnisse werden dann in einem Trenddiagramm dargestellt. Die Ergebnisse zeigen eindeutig einen Vorteil bei der Verwendung des elektrischen Regelventils mit einem Step-Top-Antrieb. Weitere Informationen finden Sie in dem separaten Video Revolution der elektrischen Stellventile. Das separate Video 1000stel Auflösung Demo-Kit mit Step-Top für die Revolution der elektrischen Stellventile bietet einen detaillierten Einblick in die Funktionen der elektrischen Stellantriebe Step-Top. Auch dieses Video ist sehr empfehlenswert. Die Ära der luftsystemfreien Regelventile mit elektrischen Stellantrieben Step-Top ist endgültig angebrochen. Ich danke Ihnen vielmals.